Okay. Assalamu alaikum, meine Lieben. Younes geht Gassi. Mit beiden. Mit der Strassleine für die Diva und die normale Police Dog Leine. Ich bin bei Amin und Younes Kanal und der guckt den neuen Video. Der ist richtig verrückt. Okay, viel Spaß. Und du, where you go? To the farm. Fauzi! Kommst du mit der Mama? Ich hole noch was zu füttern für meine Babys. Okay, und dann kommst du auch in den Pool? Ich muss in den Pool, mir ist zu heiß. Die machen eh bald, ich habe keinen Kaffee. Bring coffee. Maybe Mohammed is open or something. Yeah, what? Mahmoud. Ja, genau, Coffee Plants. Dieser Witzige, der hat so lustige Ideen immer. Heieiei. Was ist da los? Hallo, oh, wie schön ihr aussieht. Rosie. Ja, wir haben da Sahara. Und ihr? Ah ja, die haben jetzt schon 48 Grad ausgehalten. Und hier ist windig auch, muss man sagen. Hier unten. Hey, Baby, da hinten, Fausel, Habibi. Habt ihr Eier? Ich fühle mich immer responsible. Nix. Na gut. Oh, wow, wow. Ja, jetzt haben wir endlich Kükenfutter. Jetzt können die anderen Küken auch kommen. Schrei doch nicht so. I get used of this voice. And you give this Mother also Aleph. The best to say Iowa, if it's true or not. Ich glaube dem gar nichts mehr. Also die hockt noch, hat sich. Hey Frieda, schon vergessen unser Gekuschel. Natürlich. Hallöchen. Oh, hier sieht's aus. Leute, man kann hier kaum atmen. Also hier schon, aber. Mensch, das sieht komisch aus. Simsim, bist du voller Erde? Warum versteckst du dich? Hast du was gemacht? Nee. Was ist denn los, Simsim? Der hat sich gerade so versteckt, als ob er was gemacht hätte. Doch mal die Kaninchen in Ruhe, gell? Ja. Wir haben es gestern vergessen zuzumachen, da muss der Mahmoud kommen. Mal, oh, guck mal, mit dem Dreckigen hat er das auch noch gemacht. Warst du das? Ja. Wann? Du hast mich geschickt. Ach so, ich habe auch Baba geschickt. Guck hier, also. Du, das hat mehr drin als sonst. Das hat gar nichts. Guck mal, das bringt doch gar nichts. Das fällt genau zwischen die Dörren. The Egyptian system is not working. Ruft der Younes Baba. Mama? Was mit dem Gobi? Ich hab ihn geduscht und da wusste, dass ich ihn weiter mit der kalten Wäsche abspritze. Immer, als ich fertig war, hat er sich immer wieder Dreck auf den Rücken gemacht. Dann guckt er mich an. Ich bin nicht sauber. Nee, vielleicht will. Keine Ahnung. Das vielleicht der Dreck klebt an dem Wasser. Jetzt brauche ich wieder deine Hilfe. Also, das tue ich ummachen. Das ist der letzte Schrott. Das bringt doch gar nichts. Nimm mal den Stein bitte runter und guck, was da los ist. Ist genauso dreckig, vielleicht dreckiger. Okay, dann musst du es festhalten. Also, es ist wirklich. Und hier, guck. Mit meiner Organisation wäre das nicht so. Und ich will, dass du mir eine Schere bringst. Ich habe die Schere versteckt unten in meinem Comodino, die schwarz mit dem schwarzen Griff. In der ersten Schublade. Und dann mache ich My Way. Und dann machen wir Avon und dann LR. Okay, jalla. Putzerfische. Schön sauber gemacht. Der Putzerfisch. Naja, also mir kommt's vor wie mehr als vorher. Seine Variante war nichts, jetzt machen wir meine Variante.
So, Juf Mausi. Ja. Okay. Deutsche Arbeit ist besser. Schaut, jetzt ist das nämlich hier komplett zu. Und ich weiß nicht, was, dass mein Mann so viel besser, weil da waren Löcher, hier waren Löcher, dass das runtergeht. Der sagt halt, der meiste Staub wird da nicht reingehen. Aber so ist ganz zu. So ist halt besser. Ja, also jetzt gehe ich zu Nummer 3. Und ich denke, das Wasser ist doch ein bisschen dunkler geworden. Wegen dem ganzen Staub. Wir haben noch keinen Stromausfall. Mal sehen, wann. Ah, okay. Alles klar. Wir müssen erst hier arbeiten, dann wird gebadet. Gell? Hier. Guck mal. Aber jalla, mach. So, jetzt könnt ihr sehen, da unten sind die... Was? Hat er gerade ein Shitima gesagt? Wie heißt es? Nein, aber ich erkläre. Ich habe das doch im Video gehört. Jonas, noch ein so ein Wort, dann darf man nicht mehr im Pool sein. So, das sind die Steine. Die haben wir da hinten hingequetscht. Und wenn es ausläuft, guck mal, so sieht man wenigstens auch noch die Blumen. Mhm. Und das ist der gleiche Mist wie vorher. Nur effektiver. Das geht aber den ganzen Pool. Also ich weiß nicht. So ist besser. Deutsche Art ist nicht schön, aber besser. Hi, kommt ihr zu uns schwimmen? Ja. Frieda, kuscheln wir heute Abend wieder? Seht ihr, wir haben Stromausfall. Das Licht da oben unter der Klima ist aus. Ja. Der Jonas ist heute der deutsche Schwimmer. Und Mausi, hui, die ist ja drin. Weltrekord. Mäh! 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 Ich in meinem Kopf. Ah, wir schwimmen neben der Eselkacke. Die Esel waren da. Waren gestern schon da, die Kacke. Die hatten ja keiner weg. Das stinkt auch nicht, Leute, bei der Hitze. Da riecht gar nichts mehr bei der Hitze. Nur noch Knoblauch, wenn einer kocht. Was? Da riecht nicht mal der Achselschweiß, da ist alles kaputt. Jetzt tut ihr schon wieder streiten. Die streiten, ey, da kriegst du die Krise. Habt ihr ein Mittel für die? So Beruhigungstablette, wie die Menschen manchen Affen geben. Das ist für die Schimpansen Ruhigstellung. Das ist Tierquälerei, weiß. Seid mal ruhig jetzt mit deinem Bass. Er macht mich nass mit dem kalten Wasser. Was für ein kaltes Wasser. Oh, Mann. Ja, tu schöne, ich bin im Wellness Ayurveda. Heia, 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 heia. Gibt es Regge? Keine Regge. Gute Nacht, mein Lieblings-Swimmingpool. Morgen früh. Ich hoffe nur, dass die Katzen da nicht reingehen. Dann ist blöd. Ja, auf jeden Fall war das doch jetzt eine gute Entscheidung. Ja. Was sagen Sie? Ja, geh rein, du wirst krank. Der Abuti, der hat eine Mandelentzündung, habe ich ganz vergessen zu sagen. Und Bauchmikroben. Von was? Von dem Andumi-Essen. Ja, die ganzen Bakterien da in diesem Gericht, die sind immer happy, wenn sie das essen. Und dann müssen sie zum Arzt und wieder ein paar hundert Pfund bezahlen. Das ist noch keine schöne Sache. Wie geht's Koko und Nafisi? Gut. Gut, Alhamdulillah. Hello. What you see new? Here. Yes. Come and look and say exactly. Exactly. Ah. You think we started that one? Ah, you are. And now it's... This is doch the better, Mahmoud. It's not better for you. Better. For you. Anyway, it's really better because... Stay clean like this. More clean. Alhamdulillah. Er gibt's zu! Also, Mahmoud hat gerade gesagt, wenn wir das Affengehege zerteilen mit der Wand, dann machen wir bis hoch...
also from this door, you remove the door and make it high. Also wir machen die ganze Wand hoch bis zum Balkon, completo. Die Tür nehmen wir für die Monkeys. Ah ja, also good idea. Und dann tun wir hochmauern und dann ist mehr oben, dann kann auch kein Strom mehr runterfallen. Shutter, Zeki. Intelligent. Zeki heißt schlau. And later in the future, if you want cover it, you cover it up. That we must not make hadid here. Ayo, akit. Just from the balcony to the wall. Mm. We make hadid here. Hadid here. A tarp. And we make the sitara with alamutal. Ayo. That the sun also can come from the side here or here. Okay, good idea. And sehr you can good. Stay free as you can. Completely free. Oh, thank you, Habibi. Ich tue euch immer abends, morgens zeigen. Jetzt könnt ihr mal abends sehen. Da oben sitzen die Affen, die kraulen sich. Es ist Zeit zum Schlafen und dann wird auch immer gekrault. Und dann kommen die ganzen Kaninchen aus dem Bau raus, fressen, trinken am Pool. Ne? Und jetzt ist es auch schön kühl für die. Ja. Alhamdulillah, die Süßen. Gell? Und ihr zwei. Eigentlich lieben die sich doch, Mausi. Vielleicht überlegen wir uns das, dass wir die zwei zusammenlassen. Wir gucken mal. Jo, wo ist meine Frieda? Wir haben heute gewaschen. Es war voller Flecken, die Decke. Keine Ahnung, wieso. Hallöchen. Jalla, Betty, Betty. Mach mal auf, Milka. Betty, Betty. Hey, Frieda. Hallo. Ja, Betty, Betty, komm, husch, ab ins Bett. Und ihr auch, genießt. Jetzt kommt der Wind, gell? Ja, komm ab. Husch, gut, du wirst immer nackiger. Heide, bim, bam. Komm zu, fertig. Gibt's noch einer draußen? Nee, noch nicht. Noch, das war doch nur Spaß, Habibi. Komm mal, wie Frieda zeige ich dir. Die ist so süß. Komm. Nein, nicht aufmachen. Komm. Ah, bitte. Ah. Jetzt hab ich sie. Guck, ich setz mich hierher. Komm, die Frieda ist so süß. Oh, der Stuhl ist heiß. Habibi. Ja. Ja, die muss ich gewöhnen. Die muss ich gewöhnen, gell? Oh. Riech sie mal. Die riecht nach langem Lammbraten. Ja. Gell? Guter Lammbraten. Aber die Mutter vertraut mir. Guck. Ja, fast, fast. Gelb ist ruhig. Sei ruhig. Öfter Bab. Öfter Bab. Wer ist das? Okay. So, wir wollen mal gucken, was hier los ist. Hi. Wo ist Baby? Und du bist am Trinken. Also. Wer macht hier Miau? Alles gut? Baby ist da oben, Fausi da. Wieso kommst du nicht zur Mama? Fausi. Hi. Hallo. Hi, mein Baby. Was sagt ihr? Fausi mit Baby zusammenhalten? Und Sheila mit Simsim. Schmutzig. Und dein Bauchi. Du bist kitzlig am Bauch, gell? Kitzlig. Ich bin noch am Überlegen. So. Kinas. Jetzt guck mal erstmal. Immer bist du hier. Gafi, Jafar. Komm, Jafar. Ich will gucken, ob die Babys haben. Bismillah. Um Gottes Willen, um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Hast du noch? Der Vater! Yeshani! Das glaube ich nicht. Bitte, wie viel sind noch übrig? Der hat die doch gefressen. Hast du noch deine drei? Oh Gott! Astaghfirullahalazim! Wie ist der hier reingekommen? Ich hab doch gehört, da ist ein
Haben wir jetzt Babys? Dieser Mann! Hat er gedacht, das ist ein Hass? Ihr Armen! Habt ihr... Jetzt hab ich mich aber... Und ihr Vögel! Alle da! Sag mal, ist der Zucker ein Dummkopf, aber gut, ein guter Dummkopf! Und das ganze Futter auf dem Boden, oh nein! Also, ich brauch nichts mehr. Hast du dich schon gerupft? Nee, das sind Vogelfedern. Was ist das? Oh, ist doch ein Spieli. Also. Dem erzähl ich was. Der hat voll gejault, habt das gehört? Und ich dachte so, hey, das kann nicht, das bilde ich mir ein. Die Katz! Ja, Shani! Weißt du, was der Baba gemacht hat? Der hat den Zucker eingesperrt bei den Hühnern, Küken, bei den Vögeln und bei den Hasen, die vielleicht Babys kriegen. Alle Küken leben, alle Vögel leben. Ich weiß, was der Zucker da gemacht hat. Der wollte nur raus. Du Säckel! Super Säckel! Der hat nichts gefressen. Ich hab mich so erschrocken. Ich höre so Miau, Miau. Was für ein Miau? Kann doch gar nicht sein. Wo ist der Zucker? Zucker! Der ist beleidigt jetzt. Der war den ganzen Tag da. Oh, der geht futtern. Der Arme hat Hunger. Warum hast du die Küken nicht gefressen? Ich kann nicht. So gut. Also wirklich. Wieso ist die Tüte hier? Komm, Pause, ist deine Tüte. Gib mir die Tüte. Der liebt Überraschungen. Der Pausi. Zwiebel mag er auch. Die Katzen, was ist da drin? Nix für euch. Ja, hat er was gefunden? Stück Apfel oder was? Was ist denn das? Ach so, das ist wieder die Apfel. Oh, nee, du. Jetzt kriegt der Vater erstmal einen Anschiss. Das kann doch nicht sein. Und kommst du mit? Wir gucken, ob die Küken gekriegt hat. Ich hab erst... Meine ist schon getrocknet. Also, lass aber Tür kurz auf. Ich komm gleich. Habt ihr jetzt ein Ei gelegt? Nee. Sag mal, die boykottieren Eier. Falsche Boykott. So. Was war das? Uah! Der Vater hat gesagt, zwei Eier sind kaputt. Kann natürlich dieser Gecko sein, gell? Oh nein. Da ist schon eins. Habibti, dieser Mann. Schau mal. Also, jetzt muss ich wirklich gucken. Oh nein! Du hast eins zerquetscht! Ach. Oh nee. Zwei zerquetscht. Wir haben doch so wenig Eier. Warte, ich guck mal, Leute. Wenn wir Glück haben, hat die auch nur drei. Das zwei sind kaputt, zwei hat sie zertreten. Eins ist raus. Und Nummer zwei, die sind auf dem Weg. Auf dem Weg zum Schlüpfen. Also jede Henne hat drei Eier. Ja, du bist drunter. Morgen früh sehen wir dann die Ergebnisse. Inshallah. 3-3. Hayan, 6 neue. So, ihr kennt ja schon die Perspektive, mein Schlafzimmer. Du, der Zucker war seit heute Morgen da drin. Das ist ein braver Kater. Der hat wahrscheinlich Angst gehabt, der kennt sowas nicht. Ne? Die Hasen hätte er ja locker attackieren können. Die Vögel hätte er versuchen zu fangen, weil der war da oben schon. Und die Hühner küken. Weiß nicht, hat die Peggy die gut verteidigt? Oder nee, die rote Zora. Hat er Angst vor Hühner? Keine Ahnung. Super Katze. Der Zucker. Ist das nicht süß? Ganzen Tag da drin und macht nix. Kommt raus und geht erst mal fressen.
Hab ich einen Hunger und die ganzen die Beutetiere vor der Nase. Ist halt ein Zeichen, dass der sein ganzes Leben bisher in einem Käfig verbracht hat und nicht so richtiges Fleisch gekriegt hat, ne? So Hühnerfleisch und das. Naja, auch gut. Ja, Leute, das war's im Video. Jetzt kriegen wir nur 3 Küken. 3. Wie findet ihr die Poolorganisation? Ja. Und jeden Tag machen wir halt irgendwas. Bissle hier, bissle da. Strom ist wieder da. Und ich kann schon wieder weiter schlafen. Jalla. Bis die Tage, Masalema. Bye, bye. Und vergesst nicht, bei meinen Kindern vorbeizuschauen. Abonniert Amina und Yunis. Hashtag. Da kommt ihr auf die Ding. Der Yunis macht jetzt, will jetzt immer witzigere Videos machen. Eins hat er schon hochgestellt. Wer lacht, ist raus. Und bis jetzt waren alle raus. Sogar der Baba beim Thumbnail war der schon raus. Hat er nicht mehr aufgehört zu lachen. Der Vater. Ja. Ist halt Humorsache, gell? Also bis dann. Ciao.